Hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Secret of Mana. Und das wird die schlechteste Ankündigung aller Zeiten, denn ich habe keine Ahnung, was wir in der letzten Folge gemacht haben. aber ich kann euch das Datum sagen. Warte. Der 27.11. ist heute. Ach ja, und das Beste kommt natürlich zum Schluss. An meiner Seite die wunderbare, fantastische, umwerfende, hinreißende Evil Bloody Eyes. Hi. Jetzt sagst du, weil du so toll bist, darfst du jetzt die Ansage übernehmen, was wir letzte Mal gemacht haben. Ist ja nicht so, dass ich dir das vor der Aufnahme gesagt hätte, aber ja, wir waren in der letzten Folge in den Ruinen hier im Nordosten der Stadt und sind Hagen begegnet und auch mal wieder dem lieben oder eher bösen Tantalus, der dann den Panikmeister beschworen hat. Ja. Hast du schon Panikmeister gesagt? Und diese komische Wand nochmal, da weiß ich aber jetzt nicht, welchen Namen sie getragen hat. Panikmeister. Nee, die Wand nicht. So, ja, aber was wir jetzt konkret machen müssen, wissen wir dann halt auch nicht. Ach, müssen das wir weißt mit dem quatschen? Na, was wir, na, da gab's keine Ansage zu. Ja, ich habe heute noch nicht so viel gesprochen, da ist das ein bisschen. Ey, vor allen Dingen, sie erzählt, dass sie mir vorher eine Zusammenfassung gegeben hätte. Und was im letzten Part gewesen und, ist, ja. Ja, ja, und, aber lass mich doch mal zu den Leuten sprechen, ja. Nee. Du ahnst schon, was kommt, ne? Aber wisst ihr, was ihre Zusammenfassung lautete? Naja, da waren wir in den Ruinen, da war doch der Panikmeister und so. Das war ihre Zusammenfassung. Das sagt doch alles, oder nicht? Ich renne jetzt hier einfach rein, weil ich nicht weiß, was wir machen müssen. Einfach hier nochmal umgucken. Okay. Ah, bist du der Doktor? Nee, der Schwokturm. Ach, der ist das. Ja, siehst du, aber das Dingelchen haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Ich habe wirklich keinen Plan. Ey, wir haben letztens mal, glaube ich, voll zum blöden Zeitpunkt einen Cut gemacht, oder? Hier ist sie wieder, aber die redet ja immer noch nicht, wa? Nee. Und nee. Er sagt auch nur, dass sie schweigsam ist, nehme ich an, so wie beim letzten Mal. Ja, ja. Ja. Er hat sie nicht untersucht, er hat sie bestimmt geschlagen, ey. Guck mal, sie hat zwei blaue Augen. Oh Mann. Oh wow. Alter Schwede. Das liegt bestimmt an deinem Getränk, das du gerade neben dir stehen hast. Mann, das solltest du nicht erwähnen. Wieso? Du hast einfach nur Tee da stehen. Oh Ach so. Mann. Ja, oh. Mm. Ja, aber mir ist das immer so unangenehm, wenn ich Tee trinke, weißt du? Ja, wie der Seniorentee. Ach nee, das war ein anderer. Der hat jetzt eine andere Note. Naja, die kennen wir schon. Oh toll, und der blockiert den Eingang. Kannst du mal woanders da rumrubbeln? Danke. Rumrubbeln, aha. Ja. Interessant, was du so über ihn weißt, was er da so im Gang macht. Achso, vielleicht können wir jetzt hoch. Geht nur weiter, wenn ihr ins Schloss wollt. Ja, müssen wir da hin? Ja, hier gab es damals doch kein Durchkommen, ne? Ja, okay. Alles cool. Komm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Ich auch nicht. Die letzte Aufnahme ist ja auch schon wieder ein Momentchen her. Drachenritter. Mhm. Ach ja, voll richtig, man geil. Kann ja die Namen, die Waffen aufladen. Hey. Ich bin dann einfach mal so Bruni XXL, wenn ich mir einen Namen auflade. Und wie heißt du nochmal? Ich heiße Quark. Ach so. Sieht man doch. Okay, dann bist du Quark. Nein, die, nein, 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 nein! Doch, voll geil. Ich wette, die Zuschauer wollen auch wieder sehen, wie wir eine Fratzentruhe bekämpfen. Aber wir kommen hier nicht hoch, irgendwie. Immer Stimmt. noch nicht. Also bringt das nichts, aber wir können hier trotzdem umnicken, weil es gibt Erfahrung. Ja, aber warum sagt uns denn der Typ, wir sollen da hin, wenn wir Bock haben, wenn wir hier eh nicht durchkommen? Hast du gesehen, was ich geil hinbekommen habe, ey? Ja, ich bin echt stolz und so. Nee, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Vielleicht müssen wir noch mit irgendwelchen Leuten im Dorf quatschen, in der Stadt, wie auch immer. Immer sind die Evil zu unvorbereitet, ey, gibt's ja Aber die Negoyas sind natürlich immer voll im Bilde und so, und hier waren wir gerade, ne? Klar, das ist mein Markenzeichen, dass ich so unfassbar strukturiert bin und organisatorisch gut drauf und immer den Überblick behalte. Nein, da wollten wir gar nicht hin. Nicht? Du läufst voll falsch. Nein, das sind die Ruinen, da waren wir in der letzten Folge. Oh, ja. So viel zum Thema Vorbereitung, ne, Leute, ihr habt gesehen... So sieht das bei Negoya aus. Hey! Heidi ist gar nicht mehr bei den Ruinen, ey. Kleines Bike, hör auf uns anzulügen, ey. Steck deinen Kopf da hinten in den Brunnen, ey. Bruni steckt ihn in den Brunnen. Was war das denn für ein Lacher, Alter? Oh, ich konnte mich nicht für eine Richtung entscheiden, die das nehmen sollte. Ich hab's gemerkt.
Oh. Warst du sie? Weiß ich nicht. Wie sieht ihr denn aus? Oh, Hagen ist verschwunden? Ey, die sieht aus wie die Schwester von Hagen, oder? Du Arme. Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Er will sich ab jetzt für den Frieden einsetzen. Ja. Genau. Und dein Vater ist der Papst, ey. Das wollte ich gerade meiner Oma sagen, ey. Du bist so gemein. Ich glaube dem Imperator. Ja, so siehst du doch aus. Oh, bei mir wird geboren. Das ist aber boring. Entschuldigung. Was soll ich machen? Weiter reden am besten. Ich kann nicht. Oh Gott, ich hätte mir doch keinen Tee nehmen sollen. Wir haben es geschafft. Der Imperator hat seine Meinung geändert. Darauf haben wir so lange gewartet. Lasst uns gehen. Kommt mit uns. Nach diesem Gespräch wird alles okay sein. Ihr werdet sehen. Ja. Wir gehen vor. Ja. Okay, was sagst du? Schneid es mal raus, wenn ich gerade die Klappe halte. Ich rede jetzt gar nicht mehr, okay? Nee, ist nicht okay. Doch. Denn es ist ja ein One-Gather, das ist ja scheiße. Ein One-Gather, aha. Nee, die sagen nichts Neues, denke ich mal. Weil die Olle hat das gleiche erzählt wie davor auch. So, können wir jetzt vielleicht denn mal hoch zum Schlössle? Was war denn überhaupt das für... Was war das? Geil, mein Satzbau. Ich habe heute übrigens auch noch nicht mit so vielen Menschen gesprochen, also ich muss mich jetzt auch nochmal dahingehend verteidigen. Aber was war denn das Teil, was uns da den Weg blockiert hat? Das sah aus wie so ein... Ach, oh. Ja, gut. Okay. Erstmal nach außen, genau. Die Idee hat ja... Ey, die hämmern hier im Hintergrund. Das klingt ein bisschen wie Harvest Moon-Hämmer-Zeug. Keine Ahnung, ich hab nie Harvest Moon gespielt. Echt nicht? Nee. Willkommen, der Imperator erwartet euch bereits. Geht nur weiter. Ist es schlimm, wenn ich dem das nicht glaube? Oder wenn ich dabei ein schlechtes Gefühl hab? Na, vor allen Dingen geht weiter und blockiert die Tür. Also, ja. Achso, der meinte mit geht weiter, geht woanders hin oder was? Das kann man jetzt wieder interpretieren, wenn man lustig ist. Ja, gut, der erzählt das gleiche wie sein Zwillingsbruder auf der anderen Seite. Oh, ich hätte jetzt gern deine männliche Stimme nochmal gehört. Na, die hörst du doch die ganze Zeit. Ja. Obwohl, nein, ich klinge ja wie 12, richtig, das habe ich ja. Sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ja, die Frage hatte ich letztens erst wieder. Echt? Ich dachte, das hat aufgehört. Ja, hat's auch, aber irgendwie so 2 bis 3 Tage, nachdem wir das letzte Mal gemeinsam aufgenommen haben, erreichte mich diese Frage wieder. Und da hieß es denn von wegen, also das war wie alt ich denn wäre und so. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß ja nicht, was du so schätzt und so. Aber ich bin garantiert älter, als du mich schätzen würdest. So. Und sagte, naja, klingt halt so eigentlich wie 12, aber so vom, wie du dich ausdrückst und so, würde ich schon so sagen, so 18 bis 19. So. Und ein Typ halt, ne? Klar. Ich verstehe nicht. Also ganz ehrlich, unabhängig davon, ob man jetzt ein Problem damit hat, bei dir männlich oder weiblich rauszuhören, ich verstehe nicht, wie man dich als jung empfinden kann. Ich finde, du klingst gar nicht jung. Also von der Akustik her meine ich. Du siehst natürlich jung und knackig aus und bist da total das fesche Gemüse und so, aber von der Stimme her, wie kommt man drauf, dass du klingst wie 12? Das verstehe ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie alt ich für dich geklungen habe, als du mich das erste Mal gehört hast. Ich kann generell kein Alter einschätzen, also ich bin darin echt schlecht, muss ich ja zugeben. So. Du hast gereimt, yay. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Echt schlecht. Wo sind die Rebellen? Na, hier offenbar nicht. Sieht das geil aus. Schlossambiente. Aber es sieht geil aus, komm. Krieg ich wieder Hunger, obwohl ich gerade gegessen habe. Ich klemme. Na, du bist in der Klemme. Ich klemmte zwischen... Oh, nein, da möchte ich jetzt nicht hin. Danke. Zwischen Stuhl und Tisch, wollte ich gerade sagen. Aber wir hatten noch keinen anderen Weg, oder? Nee, ich wollte hier nochmal die Wände abklappern. Manchmal ist ja irgendwie so, dass da noch ein Sekret in der Wand ist. Entschuldigung. Übrigens hat jemand tatsächlich dieses Zitat erkannt, ne? Was? Echt? Mhm. Das war aber unterm letzten Video hatte ich die Frage, ob das daher stammen könnte. Echt? Wirklich? Mhm. Ich guck da immer nur ganz sporadisch vorbei. Ey, Glückwunsch an denjenigen, wer auch immer das war. Ich weiß den Nick leider nicht mehr. Also würde mich echt mal interessieren, ob das gegoogelt wurde.
oder ob du das wirklich erkannt hast. Weil wenn du das wirklich erkannt hast, spricht das eigentlich nicht für dich, aber es nimmt dich trotzdem in unseren elitären Kreis mit auf, denn wir lieben es. Ja, je nachdem. Ey, irgendwie sieht der komisch aus, oder? Ich finde, der sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Mensch. Ich finde, der sieht irgendwie aus Sieht aus wie so ein Löwenkopf mit Hörnern und so. Naja. Ja. Hi, Kumpel. Magst du mit mir reden? Der bist du jetzt. Ich war schon der andere Typ. Wie spricht der denn? Na, wie ein Imperator. Ja, ich weiß nicht, wie ein Imperator so redet, sorry. Autoritär, herrisch, aggressiv, selbstbewusst, bedrohlich. Dann bist du ja eigentlich eher so die richtige. Naja. Naja, Baby, ich will dich mal in dieser dominanten Rolle jetzt aushören. Aushören. Ja, sie hört mich aus. Ja, ich trinke Tee. Ja, Beruhigungstee für die Nerven. Solltet ihr auch mal probieren. Aber nicht den Tee mit Weizen. Ist nicht gut. Mann, hör auf, ich habe keinen Bock jetzt in meinen Tee, meine Tastatur zu spucken. Ja, spuck in die andere Richtung. Was für ein wundervoller Tag. Erst die Rebellen und jetzt auch noch der Mana-Ritter. Ich habe nicht gesagt, dass du stöhnen sollst, Schätzelein. Gestöhnt war das nicht. Wenn ich stöhne, klingt das ein bisschen anders. Ja, ist so. Wir haben dich in diesem Let's Play ja schon mal stöhnen hören und das war definitiv auch gestöhnt. Ja. Nein. Du hast halt sehr facettenreiches Stöhnen, ist doch okay. Ja, das, gut, wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Du bist dran, dein Text. Halt! Mist! Okay, das war nicht so stöhnig. Ja, das stimmt. Ich weiß. Oh. Nein! Die Zelle ist zu klein, wir haben kein Klo, ich kann mir nirgendwo die Hände waschen. Wo ist meine Glotze? Kann hier gar nicht RTL gucken. Hier, sprich sie mal. Ich hätte es wissen sollen. Na, so wie du aussiehst, wundert mich das jetzt nicht. Ich will hier raus! Ja? Hallo. Wie bist du? Ja, ich wollte gerade ansetzen, aber... Ja, kannst du dich mal beeilen oder was hier? Wir haben nicht ewig Zeit. Der Imperator hat uns reingelegt. Ach, you know say? You know say? Ja, kennst du das nicht? Alter Schwede, bist du von vorgestern. Don't say. Oh, ich hab das abgekürzt, das Don't war mir zu lang, weißt du? Ich hab nicht so viel Lebenszeit. Ach so. Hm. Ja, aber jetzt sind wir eh im Knast, jetzt können wir eh über solche Dinge sprechen. Seid endlich still! Ihr wollt wirklich raus? Nee, wir tun nur so. Lol? Was zur Hölle? War ja richtig schwer, Mensch. Vielen Dank, aber... Wer sagt ist das? Das jetzt auch er? Na, eigentlich macht's keinen Sinn. Hä? Ach, das war der Typ, oder was? Der uns jetzt in das Loch gestoßen hat. Das ist voll die Dark Souls-Stelle. Oh, fuck. Erinnerst du dich noch? Das ist ein der allererste, nur halt in einem anderen Design. Ich weiß sogar noch, wie der heißt. Der erste war der Sichelanbeter. Warum weißt du sowas noch? Sowas merke ich mir, ich weiß auch nicht warum. Du hast voll die unerschöpflichen Hirnkapazitäten, ey, Wahnsinn. Aber nur bei Videospielen. Hätte ich auch gerne. Aber eigentlich war meine Erinnerung gar nicht so schlecht. Das fing erst an, seit ich mit Let's Plays angefangen habe. Natürlich, natürlich. Wirklich? Nein, oh Mann, jetzt habe ich voll daneben gehauen. Ich tue nichts dafür. Doch. Nee. Wirklich, das liegt daran, dass das einfach voll schwierig ist, so viele verschiedene Spiele gleichzeitig zu spielen. Und dann immer mit den Pausen dazwischen und so. Das kenne ich halt nicht. Ich habe vor den Let's Plays immer nur privat für mich gezockt, logischerweise. Und die Spiele immer wirklich in zig Stunden-Sessions immer voll durchgesuchtet, ohne dass da großartige Pausen dazwischen lagen. Das sage ich nicht mal nur als Ausrede. Ey, der hat gerade voll meine Aufladeprozedur unterbrochen, der Arsch. Oh, armes Tuff-Tuff. Hast du eigentlich irgendeinen Zauber, mit dem du MP absaugen kannst? Nein. Das wäre mal cool, wa? Ich glaube, sowas gibt's hier nämlich. Aber bis jetzt habe ich sowas noch nicht gehabt, irgendwie. Jetzt, ich will den jetzt hauen, nicht zaubern. Guck. Manu! Wow. Oh. Wow. Also, hui, diese Anstrengung. Ich bin ganz außer Atem. Huiuiui. Ja, aber Mensch, ganz ehrlich, alles, was du an Spielen anfasst, sieht immer voll einfach anfasst aus.
an fast. Feste kann man feiern, verdammt nochmal. Ja. Ja. Du weißt doch, dass ich heute ein Rechtschreibkrüppel bin. Das war aber keine Rechtschreibung gerade, das war Redekrüppel. Bisschen. Clownorb. Naja. Oh, ich hab ein Level up. Warte doch mal, bin ich. Achso, okay, doch. Ich möchte jetzt hier sowieso erstmal einen Cut machen. Okay. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt zu erfahren, was uns hier noch so erwartet, ne, dann schaut auch im nächsten Part rein. Und bis dahin, tschüss. Auf Wiedersehen.